Atletico Madrid greift richtig tief in die Tasche. 126 Millionen Euro zahlt der Club für Joao Felix. Allein schon wegen dieser Summe heißt es, das muss doch der nächste Weltfußballer sein. Jetzt will ich deshalb mit euch die Frage klären, ist dieser Hype berechtigt oder ist das nur herausgeworfenes Geld? Die Antwort jetzt. Eins vorneweg, Leute, danke für eure Unterstützung. 80.000 Abonnenten sind mittlerweile hier auf dem Kanal unterwegs und ganz ehrlich, vor ein paar Jahren hätte ich das nicht für möglich gehalten. Deshalb starte ich jetzt mit euch zusammen ganz offiziell die Road to 100k. 100.000 Abonnenten, das sollte man doch irgendwie hinbekommen. Von daher, wenn ihr es nicht eh schon gemacht habt, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke und wenn euch ein Video gefällt, dann gebt gerne einen Daumen nach oben. Mich wird das unglaublich freuen und auch unterstützen. Danke dafür und jetzt starten wir wirklich mal mit dem Video. Joao Felix gilt ja als absolutes Supertalent. Die Eckdaten als erstes, 19 Jahre ist er alt, 1,80 Meter groß und der Junge spielt als hängende Spitze. So, bei uns in Deutschland kennt man ihn spätestens seit April. Da hat er ja in der Europa League mit Benfica Lissabon gegen Eintracht Frankfurt gespielt. Quasi im Alleingang konnte er dort die SGE an die Wand spielen, denn im Hinspiel erzielte er einen Dreierpack und bereitete ein weiteres Tor vor. Das war wahrscheinlich das beste Spiel, das er bis dato in seiner Karriere abgeliefert hat. Trotzdem, und das muss man auch dazu sagen, Benfica ist noch ausgeschieden. Krass ist, in der Jugend hat man sein Potenzial fast übersehen. Joao Felix kommt ja aus einer kleinen portugiesischen Stadt. Relativ in der Nähe ist die Fußballschule des FC Porto und deshalb ist er dort hingegangen. Aber mit 15 Jahren wurde er dort aussortiert. Man sah einfach keine Perspektive für ihn. Der Schritt in den Profifußball sei zu groß. Zumindest hieß es das damals. Tja, heute wird sich Porto richtig in den Arsch beißen. Die beste Fußballschule im Land ist ohne Frage Benfica Lissabon. Dort ist er dann hingegangen und jetzt könnte man denken, der rasante Aufstieg begann genau zu diesem Zeitpunkt. Kurz gesagt, nö, viele kleine Schritte musste er machen. Erst in der U19, dann in der zweiten Mannschaft. Und das Licht am Ende des Tunnels sah der Junge im letzten Sommer. Da gab es nämlich endlich einen Platz im Profikader. Jetzt könnte man wieder meinen, da begann der rasante Aufstieg. Kurz gesagt, nö. Trainer Rui Vitória hat nicht auf ihn gesetzt. In der ersten Saisonhälfte spielte er nur zweimal über die volle Distanz. Das waren jeweils in den Pokalwettbewerben, also nichts Besonderes. Vergesst bitte nicht, wir reden hier vom Jahr 2018. Das ist weniger als ein Jahr her. Da drohte der Traum von der großen Fußballkarriere schon wieder zu platzen. Gerade deshalb stellt sich die Frage, ja wieso ist er denn jetzt so viel Geld wert? Insgesamt 126 Millionen Euro. Tja, der Junge hatte riesiges Glück. Im Winter gab es bei Benfica einen Trainerwechsel. Der neue Mann setzte voll und ganz auf Talente und Felix drehte plötzlich richtig auf. Seine Bilanz im Jahr 2019 bis jetzt 17 Tore, 10 Vorlagen und das Debüt in der portugiesischen A-Nationalmannschaft. Ein riesiger Hype ist entstanden. Jeder wollte wissen, ey, wer ist dieser Joao Felix? Er hat ja ein Talent und das muss man so sagen, dass man in einer Fußballschule nicht lernen kann. Die Gene eines Straßenfußballers. Er löst viele Szenen mit seinem Instinkt. Das hat auch Ex-Nationalspieler Nuno Gomes bemerkt. Zitat, technisch ist er weit über dem Durchschnitt. Seine Ballbehandlung erinnert mich an Zidane. Tja, das weiße Trikot von Real Madrid mit der Nummer 5 wird er aber zumindest vorerst nicht anziehen. Nun ja, im Kopf ist Felix schneller als seine Gegner. So kann er auch an körperlich robusten Spielern vorbeikommen, sich durchsetzen. Und trotzdem ist das hier seine große Schwäche. Er ist nämlich schmächtig. Angeblich wiegt der Junge nur 62 Kilo. Da wird es verdammt schwer, die Defensive zu unterstützen und die Bälle zu holen. Das ist ja bei Atletico doch gewaltig gefragt. Nun ja, ob er wirklich als Spieler 126 Millionen Euro wert ist, pff. Schwer zu sagen, er hat ja seine Klasse in einer Top-Liga noch nicht unter Beweis gestellt, aber das ist eben die Sache im aktuellen Transferwahnsinn. Die Top-Clubs versuchen so früh wie möglich ein Talent an sich zu binden und ein anderer Verein darf auf gar keinen Fall schneller sein und dieses Talent wegschnappen. Deshalb gehen sie bis an die Schmerzgrenze und die ist in diesem Fall genau der Betrag. Die Ausstiegsklausel lag bei 120 Millionen Euro plus Zinsen, weil das Geld nicht in einem Rutsch bezahlt wird. Atletico geht hier also ein relativ großes Risiko ein. Aber das wird sich, und das ist jetzt meine Meinung, definitiv lohnen. Jetzt mal ehrlich, Joao Felix passt perfekt zu Atletico. Er soll ja Antoine Griezmann beerben, er ist dessen Nachfolger. In Zukunft läuft der Junge auch mit der Nummer 7 auf. Das ist ein ganz klares Zeichen in diese Richtung. Die beiden haben tatsächlich eine Sache gemeinsam, sie sind schmächtig. Auch Griezmann hatte in der Jugend riesige Probleme.
Viele Scouts übersahen das Talent und bei Atletico konnte er im System glänzen bzw. dort dann auch zum Weltstar reifen. Schauen wir da ganz kurz drauf. Griezmann war der Freigeist im Team, der Mann für die genialen Momente. Er spielte als zweite Spitze im 4-4-2-System. Dort ließ er sich immer wieder zurückfallen, holte die Bälle im Mittelfeld, um dann den tödlichen Pass in die Spitze zu spielen. Wichtig war natürlich auch seine Torgefahr. So, und genau diese Aufgaben soll jetzt Joao Felix übernehmen. Und ehrlich, das passt perfekt. Das System hat er Pi mal Daumen schon so bei Benfica gespielt. Jetzt muss er nur das Konzept von Atletico verinnerlichen. Man spielt ja eher defensiv und sehr kompakt. Das Ziel ist, alle Spieler sollen verteidigen und alle sollen angreifen. Für ihn wird das eine relativ große Aufgabe. Logisch ist, dafür braucht man kluge Spieler für dieses System. Leute, die instinktiv die richtigen Entscheidungen treffen. Und wie gesagt, da ist er für sein Alter sehr weit. Aber, und das ist ein großes Aber, wir dürfen nicht vergessen, er ist gerade mal 19 Jahre alt. Wir müssen Geduld mit ihm haben, ihm Zeit geben. Tja, und da will ich jetzt mal eine Frage in den Raum werfen. Ist dieser Wechsel vielleicht sogar für ihn etwas zu früh? Eine Alternative wäre gewesen, Felix jetzt kaufen und dann sofort wieder an Benfica verleihen. Dort hätte er dann noch ein oder vielleicht auch zwei Jahre im gewohnten Umfeld reifen können. Denn Leute, wir dürfen nicht vergessen, er hat erst ein halbes Jahr wirklich auf Top-Niveau gespielt. Tja, aber für Atletico kam das nicht in Frage. Der Grund dafür ist relativ simpel und zwar der Umbruch. Boah, das ist wirklich das Unwort des Jahres. Ich kann es nicht mehr hören, aber es ist nun mal ein Fakt. Bei Atletico ist gefühlt die halbe Mannschaft weggebrochen. In der Defensive wurden die Verträge von Felipe Luis und Juan Fran nicht verlängert. Sie waren einfach mittlerweile zu alt. Dazu ging Diego Godin zu Inter Mailand und Lucas Hernandez zum FC Bayern. Im Mittelfeld ist Rodri zu Manchester City gegangen und, mein Gott, Antoine Griezmann ist ja auch schon so gut wie weg. Atletico braucht ein neues Gesicht im Team. Der Kader wird verjüngt und da braucht man jeden Spieler, der zurzeit verfügbar ist. Atletico kann es sich einfach nicht leisten, den teuersten Transfer in der Vereinshistorie woanders zu parken. Deshalb will man ihn selbst ausbilden. Dafür steht meiner Meinung nach der perfekte Trainer zur Verfügung und das ist nun mal Diego Simeone. Ich weiß, er sieht ab und zu wie so ein Verrückter aus, so wie er da an der Seitenlinie abgeht, aber er gibt Talenten Zeit, sich zu entwickeln und bei schlechten Leistungen schmeißt er sie nicht sofort aus dem Kader raus, sondern ist geduldig. Genau das braucht der Verein jetzt. Er könnte tatsächlich der wichtigste Faktor sein, damit sich Joao Felix gut entwickelt. Dazu kommt, und diesen Punkt darf man eigentlich nicht unterschätzen, der Druck der Medien ist nicht ganz so groß wie bei anderen Top-Clubs, zum Beispiel wie bei Stadtrivale Real Madrid. Da würde man sofort hinterfragen, wieso steht er nicht in der Startaufstellung. Der Junge hat also etwas mehr Ruhe. Und bei Atletico spielt man in der Champions League. Er kann sich auf dem höchsten Niveau beweisen. Bis jetzt hat ja Felix nur einmal in der Königsklasse gespielt. Ich finde, und das klingt wahrscheinlich schon so durch, der Transfer macht für beide Seiten sehr viel Sinn. Atletico bekommt ein riesiges Talent, das zum Spielsystem passt und Felix macht ja, den nächsten großen Schritt zu einem europäischen Topclub, der aber nicht ganz so krass im Rampenlicht steht. Die Zahlen des Transfers sind trotzdem gewaltig. Er ist der viertteuerste Transfer in der Geschichte. Der Vertrag läuft 7 Jahre, das Gehalt liegt bei ca. 7 Millionen Euro netto. Das darf dir als junger Spieler nicht über den Kopf wachsen, sonst ist die Karriere bald vorbei. Die Gefahr sehe ich leider bei ihm zum Teil. In einem Interview hat er nämlich gesagt, Zitat, der Erfolg hat mir mit den Mädchen sehr geholfen. Auf den sozialen Medien schicken sie mir oft Fotos, auch nackt. Ach Junge, bitte, 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 tu mir diesen Gefallen. Fall auf diese Fame-Luder nicht rein. Es gibt genug Spielerfrauen, auch bei uns in der Bundesliga, die nur ihre Karriere im Blick haben und dafür alles tun würden. Da könnte ich euch Geschichten erzählen, aber naja, das würde den Rahmen jetzt sprengen. Felix hat noch Pickel im Gesicht. Felix hat ein Milchgesicht und das sollten wir uns auf jeden Fall merken. Hier könnte der nächste Topstar heranwachsen. Viel Arbeit steht vor ihm, er muss sich durchbeißen und vor allem, der Junge darf sich den Fame nicht zu Kopf steigen lassen. Es gibt ja genug Talente, die immer ein Rohdiamant blieben und am Ende leider abgestürzt sind. Hoffentlich wird er sich durchsetzen. Ich werde auf jeden Fall seine Karriere mit sehr viel Spannung weiter verfolgen, ihr wahrscheinlich auch. Und ich drücke ihm beide Daumen, dass das was mit der großen Karriere wird.